Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Deutschen Meisterschaft der Mädchen AK14, 16 und 18 im Golf, im Golfclub Main-Taunus. Gespielt wird ein Zählspiel. Am Freitag und Samstag starten die Mädchen in ihren verschiedenen Altersklassen und haben dann am Sonntag einen Cut, in dem dann nur noch die 22 Besten plus Schlaggleiche um den Titel spielen werden. Eines der schwierigen Löcher wird das Yellow Monster sein, unsere Nummer 7. Hier spielen die Mädels über ein frontales Wasserhindernis und haben dann in der Nähe des Grüns direkt ein seitliches Wasserhindernis. Und der Schlag ist relativ lang, über 150 Meter. Und das bringt dann schon für einige Probleme mit sich, die nicht so ganz leicht zu bewältigen sind. Das heißt, das wird eines der Schlüssellöcher sein. Hallo, ich bin die Nathalie Weber und ich komme vom Golfclub Bad Ems. Hallo, ich bin die Olivia Kauen und komme vom Golfclub Barbarossa. Also die Bahn 7 ist hier ein wirklich schönes Loch. Man hat auch eine tolle Aussicht. Es ist nur schwierig wegen dem Wasser. Man muss halt Carry das Grün treffen, aber sonst ist es eine wirklich schöne Bahn. Ja, also es ist schon schwierig wegen dem Wasser und noch wegen dem Bunker noch links. Da hat man schon ein bisschen Angst. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Wandrei und ich komme vom GC Edelstein Hunsrück. Hallo, mein Name ist Michelle Weber und ich komme vom GC Bad Ems. Also die Bahn 7 ist ein sehr anspruchsvolles Loch durch das Wasser und durch den linken Bunker. Man muss wirklich Carry das Grün treffen, sonst ja, hat man einen schweren Chip und es ist wirklich schwierig. Wie fandest du das Loch? Ja, also es war eine Herausforderung, da der Bunker war auch im Weg. Also ich finde den Golfclub Main-Taunus, es ist ein sehr schöner Platz. Ja, und unser Ziel ist es einfach, am Samstag den Cut zu schaffen. Ja, also ich finde den Platz sehr schön.